Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, willkommen zu einer neuen hammergeilen Folge von GT Online. Roxy Games hat wieder einige Infos gedroppt, beziehungsweise auch mit Fanseiten Infos geteilt, die wir uns heute in diesem Video gemeinsam anschauen werden. Thema GT Online Update natürlich, Agents of Sabotage, so wird das Update heißen. Wir werden Agent sein und sabotieren und wir bekommen natürlich neue Inhalte. Eine Sache noch hier interessant, eventuell für den einen oder anderen. Ich nehme gerade an einem Samstag auf und an einem Sonntag sollte der normale Preload kommen, also der Vorab-Download vom Update. Und da bekommen wir eine Datei mit einer gewissen Größe und so. Und da können wir uns alles anschauen und reden dann darüber. Thema Größe ist nicht alles. Und wer das Ganze vorab downloaden kann und wer nicht und so weiter und so fort. Deswegen meine Empfehlung, abonnieren, Glocke aktivieren, nichts verpassen. Dann geht es weiter. Das Fahrzeug hier, was wir jetzt reparieren werden, hat einen Nachfolger. Was für eine Überraschung. Und zwar den Bravado Banshee GTS. Roxy Games hat nämlich ein Foto zum GTS gedroppt und ein paar Infos geteilt. Zum Beispiel, dass der GTS ein Sportfahrzeug sein wird, genauso wie dieses Fahrzeug. Dieses Fahrzeug, der GTS, sieht auf dem Foto sofort ganz anders aus. Der hat auf jeden Fall schönere Scheinwerfer bekommen, generell Frontstoßstangen und so weiter und so fort. Sieht cleaner aus, meiner Meinung nach. Ich habe bei dem Fahrzeug mal jetzt ein bisschen getuned und dieses Fahrzeug hier, was ich fahre, den 2013er Banshee, hat nur eine Frontstoßstange. Den Spoiler, den man auf dem Foto sieht, gibt es bei dem hier auch nicht, by the way. Also das wird ein ganz neuer Banshee sein, Banshee GTS. Und dann ist da noch eine Sache aufgefallen, Thema GTA 6 mäßig, die interessant ist. Das Logo ist nämlich sehr neu. Hier bei dem Banshee können wir uns das gerade mal gemeinsam anschauen. Hier ist das Logo folgendermaßen, und zwar hat es einen sogenannten Farbverlauf. Hier unten, wo wir gerade hinziehen, ist dunkel bzw. grau und dann gehen wir hoch und wird immer weißer. Bei dem Menschen, den Roxy Games gepostet hat, ist das Logo. Ich würde sagen, der Mann, aber das ist kein Mann. Ist das ein Dämon? Was ist das, Alter? Ja, die Schädel. Nein, okay, das Logo sagen wir einfach mal jetzt. Das Logo ist komplett weiß. Also hat keinen Farbverlauf und mit dem typischen roten Hintergrund. Das ist interessant, weil das heißt dann sehr wahrscheinlich, das ist der GTA 6 Banshee, den man im Trailer aus der Ferne gesehen hat. Auch die Farbe und das Design passt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt auf das Fahrzeug, ob das das sogenannte HSV-Tuning haben wird oder nicht. Weil dieser Banshee von 2013 hat nachträglich dann HSV-Special-Work-Tuning bekommen. Und dadurch ist er richtig schnell geworden, ist einer der besseren Sportfahrzeuge geworden. Beim Geradeausfahren auf Platz 13 von 145 und in der Rundenzeit auf Platz 24 von 145. Das Fahrzeug ist also sehr flink, sehr schnell, geht ab, macht Spaß. Und ich würde euch generell empfehlen, den noch nicht zu kaufen, weil der Banshee GTS kommt. Und wenn dieser Banshee GTS kein HSV-Tuning bekommen sollte, dann ist das komplett ein Reinfall von Rockstar Games. Weil das bedeutet eine Sache, der 2013er, mit dem ich gerade fahre, ist schneller als der 2024er. Aber auch nur wegen dem HSV-Tuning. Also werden wir uns natürlich anschauen. Ich werde alle Fahrzeuge für euch tunen, testen. Ich habe über 122 Millionen Dollar mittlerweile. Da kommt auch ein bisschen was dazu. Und dann schauen wir uns gemeinsam an, was alles noch so passieren wird. Deswegen ist Abonnieren meine Empfehlung immer noch. So, das ist aber noch nicht alles. Wechseln wir unseren Banshee, damit ihr auch mal den anderen sehen könnt, den zweiten, den wir aktuell in GTA haben. Der zweite, der jetzt kommt, das ist eine Bennys-Variante. Ja, müssen wir mal gucken. Wir schauen uns mal den Bennys Banshee auch mal an ein bisschen. Und reden darüber über die Nachricht Nummer 2. Rockstar Games hat mit GTA Series, einer GTA-Community-Seite, die seit Jahren GTA macht, auch mal Infos gedroppt zu einem Gewehr. Und zwar zu diesem Gewehr, aber als Skin, warte mal, wir gehen mal hier ist Licht, naja, hier kann man ein bisschen mehr sehen. Hier, zu diesem Militärgewehr. Es gibt nämlich eine neue Art des Militärgewehrs von Rockstar Games. Und zwar, haltet euch fest, das Ganze heißt L. Strickler Military Gewehr. L. Strickler oder Strickler, wie wir das in Deutschland sagen würden, ist, oder Strickler allgemein, ist der Nachname von El Rubio. El Rubio heißt ihn echt Juan Strickler oder Strickler. Ich weiß gar nicht, wie soll ich das jetzt aussprechen? Ich sag zu Michael Schumacher, Michael Schumacher. Im Englischen sagt man Michael Schumacher. Sag ich jetzt zu Juan Strickler oder Strickler? Strickler klingt besser. Also El Rubio, Juan Strickler hat ein Militär-Custom-Gewehr, welches mit dem Update erscheinen wird.
Ich weiß nicht, warum das erst jetzt kommt. Weil eigentlich gibt's ja El Ruby schon sehr lange. Hätte zum Kaio Perücke-Update gepasst, aber ist auch egal. Das Foto zeigt einfach, dass es halt fast das gleiche wie das Militärgewehr sein wird. Aber auch nur fast. Gibt designtechnisch ein, zwei kleine Sachen, die ein bisschen anders ausschauen, aber generell die Form ist schon die gleiche. Und ja, es ist goldblau gehalten. Es wird auch einige Features haben. Zum Beispiel wird es laut Rockstar Games blaues Licht haben. Habe ich Licht? Ja, ich habe Licht. Blaues Licht. Ich weiß jetzt nicht, ob dann dieses Licht hier blau sein wird. Klingt danach. Vergoldet ist es ja, Zielfernrohr. Haben wir doch eigentlich auch, aber kann sein, wenn man in die Ego-Perspektive geht, hat mein Sohn Scope. Und mein Ding ist zum Beispiel grün. Dass da vielleicht im Inneren irgendwas ist. Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, warum Rockstar Games das erwähnt. Oder will Rockstar Games einfach nur sagen, es hat Waffenaufsätze. Was komplett dumm wäre. Hey, unsere Waffen haben Waffenaufsätze, wie schon seit 2011. Naja, schauen wir mal nach. Dann wird nochmals gesagt, dass wir nochmals blaue Leuchtspurgeschosse haben, die man verfolgen kann. Da bin ich auch gespannt, wie die aussehen werden. Ob das einen schönen Effekt geben wird oder nicht. Das Negative kommt jetzt. Zwei negative Punkte zu dem Militärgewehr von L. Strickler. Negativpunkt Nummer 1. Es wird erstmal für GTA Plus Mitglieder verfügbar sein. Und zwar ab dem 10. Dezember. Ab Januar wird das für den Rest verfügbar sein. Und das Negative ist jetzt, der Rest heißt an dieser Stelle nur PlayStation 5 und nur Xbox Series Nutzer. Also PlayStation 4, Xbox One und PC Nutzer kriegen dieses Gewehr gar nicht. Aber, liebe PC Leute, ihr bekommt ja bald die erweiterte Version und dann wird das Gewehr dort auch verfügbar sein. Das Ding kann man nur im Gunman kaufen. Warte, ich guck mal nochmals. Ja, Gunman. Bedeutet für GTA Plus Mitglieder eventuell, dass ihr das nur ein oder zwei Wochen lang garantiert bekommt und dann müsst ihr warten. Auch sehr dumm. Früher gab es sowas wie Ammunition und Waffenkammer, jetzt Gunman. Vor allem überlegt mal Leute, das finde ich voll geil. Du gibst echt Geld aus für GTA Plus Mitgliedschaft und dann musst du diesen Gunman noch finden. Du bekommst das Gewehr nicht einfach in dein Inventar rein, nein. Du musst das Ding finden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es vielleicht den einen oder anderen geben wird, wieder der so einen Spielmodus machen wird, wo man dann das Gewehr schon vorab bekommen kann. Hier, das Ding hier zum Beispiel hatten schon sehr viele Leute vor dem Halloween-Event. Grüße gehen raus an Gar den Dino-Mann, mein Crewmitglied zum Beispiel. Der hatte das sofort innerhalb der ersten Woche oder zweiten Woche. Also, es gibt Mittel und Wege, sagen wir mal so. Die Community ist natürlich von diesem Ding nicht so begeistert, weil die einfach sagen, ey, es ist einfach das Militärgewehr und GTA Plus Mitglieder kriegen etwas, was es schon vorab gab. Ja, das stimmt schon. Weil guck mal Leute, das Ding gibt's ja schon. Ich hab's ja in der Hand. Das Einzige, was sie gemacht haben, ist formtechnisch was ändern beim oberen Teil. Oder ist das nur so, weil ich einen Scope... Nee, das obere Teil wurde ein bisschen geändert. Der Rest ist gleich. Also die haben einfach nur einen Skin, ein Bild hochgeladen. Weiß ich jetzt nicht so recht, um ehrlich zu sein, wie ich das finden soll. Aber okay, okay, okay. Es ist nun mal so, wie es ist. Wir können es leider nicht jeder Person recht machen. Denkt sich Rockstar Games, deswegen ziehen wir sie alle ab. Oh nein. Ja Leute, das waren die zwei Informationen zum kommenden GTA Online Update. Wie gesagt, beim Banshee ist das Interessante halt, dass das Logo neu ist und dass das sehr wahrscheinlich der GTA 6 Banshee sein wird. Das hatten wir aber schon mal. Unter anderem mit dem Grounded Interceptor, mit dem Polizeifahrzeug. Das haben wir im GTA 6 Trailer gesehen damals und konnten es dann in GTA 5 spielen als erstes. Genauso wird das auch so sein bei dem Banshee. Also das ist der GTA 6 Banshee. Ob der in GTA 6 sich genauso fahren lässt oder anders, wissen wir natürlich nicht. Ich sag mal so, in GTA 4 gab es auch Fahrzeuge, die in GTA 5 sich ganz anders fahren lassen haben. Und das kann dann oder das wird dann genauso sein auch im nächsten GTA. In diesem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Wie gesagt, Sonntag könnte es nochmals ein, zwei Infos geben wegen dem Vorab-Download. Das alles schauen wir uns dann an dem Tag an. Ich sage Tschüss, macht's gut, keep it hammergeil. Meine Empfehlung an der Stelle nochmals kurz vorm Abschluss wäre... Das letzte Video, wenn ihr Interesse am Update habt, da haben wir uns nämlich alle Fahrzeuge gemeinsam angeschaut. Da wird uns so einiges erwarten. Haut rein!